das war auch so offensichtlich gelogen. Ja. Sie war bösartig. Katie, falsch. Merkt ihr das nicht? Hinterlistige Strategien. Ich darf machen, was ich will. Das hast du mir nicht zu sagen. Dass es Katie Bam auch über Leichen dafür geht. Die Trash Champions League ist zurück. Julia ist voll schlecht. Sie braucht immer ihre Show. Oh mein Gott, hol doch leise. Willkommen zu Promis unter Palmen. Wir schreiben das Jahr 2021. Das Jahr, in dem meine Hände mehr Alkohol abbekommen als Patricia Blancos Leber. Was ist los? Ja. Oh, die machen das voll extra. Ja. Das klingt nach jede Menge. Zwei Dinge vorab. Erstens, Willi Herrens Zivilcourage aus Folge 1 gegenüber Homosexuellen ist wirklich mega gut. Wenn ihr irgendwo seht, dass Unrecht geschieht, bitte sagt was und schaut nicht weg. Zweitens, ich möchte den Aussagen unseres von und zu Adoptivprinzen keine Plattform bieten. Das hat er nicht verdient, alles was er sagt. Hier rein, da raus. Ganz genau. Und jetzt startet hier für uns Promis unter Palmen. Hast du etwas Zeit für mich? Das ist für mich Spatenmusik. Ja, Roberto Blanco kennt jeder. Ja gut, aber jetzt so die Jugend weiß ich nicht. Aber du hast keinen Kontakt zu deinem Vater, ne? Schon seit 10 Jahren nicht mehr. Schon seit 100 Jahren nicht mehr, ne? Ja. Wir haben einmal 10 Jahre und wir haben einmal 100 Jahre. Beides ist aber richtig. 10 Menschenjahre von Patricia Blanco entsprechen natürlich 100 Jahre für ihre Leber. Ja, weißt du Bescheid. Sie ist natürlich die Tochter von unserem Germknödel von The Mask Singer Austria. Die Ähnlichkeit kann man ihr auch wirklich nicht absprechen. Also mein Vater hat ja durch eine Autobiografie in Frankfurt auf der Buchmesse vorgestellt. Und dann bin ich eben da auf diese Buchmesse und habe ihn angeschrien, ob er sich nicht schämen würde. Und er sagt halt, wer sind Sie? Aber natürlich, niemand hat erwartet, dass Patricia Blanco auf einer Buchmesse zu finden ist. Aha. Und was genau hat er sie dann gesagt? Die Puppe von Saw? Dann war ein Riesengeschrei. Ja, also diese Buchmesse, sie war viel zu aggressiv. Sie war bösartig einfach. Und dann war sie vor der Halle ganz allein. Das kennt sie natürlich von ihren Fantreffen. Ich find's aber gut, Patricia Blanco hält die Fahne hoch für uns Scheidungskinder. Und wenn sich eine mit Fahnen auskennt, dann ja wohl Patricia. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben danach, habe ich versucht. Warum, wer will das lesen? Ich habe mich entschuldigt, aber er hat halt nie reagiert. Und dann kam der Knüller, du musst dir vorstellen, ich bin in Düsseldorf. Aus diesem Flug, auf den ich warte, kommt er raus. Ey, da hatte ich den 10 Jahre nicht gesehen. Ja, nur so, alles Gute, ist sofort geflohen. Das tut doch weh. Obwohl sie damals auf dem Cover der aktuellen Gut und Günstig war. Willi Herren legt sein Herz in Patricia Blancos Hände. Oder wie es auch heißt? Stein drüber. Ich habe auch keinen Kontakt zu meinem Vater. Schon länger. Seit ich 12 bin. Hat auch immer gerne mal eingebechert. Wie oft habe ich den aus der Kneipe rausgewühlt? Oh! Ein Glück fragt Patricia nicht gleich nach der Nummer von seinem Vater. Aber Sekunde, wir haben ja in Folge 1 erfahren, Patricia Blanco trinkt nichts mehr. Entweder müssen wir jetzt wirklich alle sehr stark sein oder der Stoff war einfach nicht stark genug. Mein Vater, ich kam nach Hause, hat er sich nicht mal ans Tisch mitgesetzt. Es gibt eben andere und das ist gut. Und aus denen ist ja auch was geworden. Okay, also der Patricia Blanco ist ja doch ganz witzig. Oh, die ist so dumm, ey. Aha, ja, alles schön und gut, aber viel wichtiger, kann es sein, dass Calvin hier Vogelscheiße auf der Schulter hat? Das war eine gute therapeutische Stunde. Die brauchen wir nach wie vor, nachdem wir Claudia Obert vergangene Staffel einfach unvorbereitet in Badebekleidung gesehen haben. Das Best-of von Claudia verlinke ich euch hier. Es ist gefährlich. Eine gute therapeutische Stunde, oder wie es auch heißt, nicht im Ansatz genug für unsere Annemarie Eifel und ihren Tim. Promis unter Palmen. Alle hatten Schiss, Kartsat 1 jetzt hier doch noch Dani Büchner samt zu Hause an. Aber nein, alles ist gut. Ich habe ein bisschen Schiss vor den Spielen. Also es könnte jetzt mal langsam was für mich kommen. Im Idealfall Medikamente. Ich meine, ganz ehrlich, die Auswirkungen ihrer Allergie sehen ja ganz schlimm aus. Schrecklich. Das Gesicht sieht so aufgedunsen aus. Das kennen wir sonst nur von Menschen, die zu viel Alkohol trinken. Kommt man denn da rein? Mein Gott, warum muss man denn sowas anziehen? Wenn man so macht, dann hört sich das so an, als wäre nichts drin. Alle geschlossen, ja. Holz wie eine Kokosnuss ist ja auch hart, also passt schon. Beschreibe deinen IQ, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen. Alle bereiten sich vor, Elena natürlich mit Hanteln. Warum ihr das anziehen müsst, ehrlich gesagt, nur weil es ziemlich lächerlich aussieht. Und natürlich ist das Arbeitsbekleidung. Also das, was du in der Regel bei Hunkemöller kaufst.
Schöner Mann. Schönes Spiel. Er sieht danach natürlich erstmal schwarz, eine Farbe, die er von seinem Kontoauszug überhaupt nicht kennt. Ich liebe Promis unter Palmen, aber es ist tatsächlich so, es ist wie so Extreme, die einfach wechseln zwischen Fernsehen ist my life und peinlich des Todes. Im Sekundentakt. Oh je, unsere Patricia Blanco schwankt. Oder wie es bei ihr früher auch hieß, ein ganz normaler Montagmorgen. Ein bisschen Spaß muss sein. Patricia Blancos Schönheitschirurg kann davon ein Lied singen. Und ganz vielleicht hat er vor dem Eingriff an ihr das gleiche Spiel gespielt. Oh. Ich wurde so als geschlagen mit dem Kopf. Ich muss das sehen. Oh ja. Knock on wood, so. Amy hat sich ganz, ganz schwer verletzt. Das ist nichts für schwache Sehnerven. Keine Ahnung, was da ist. Jetzt ist mir so schwindelig. Oh Gott, Amy ist total schlecht. Holt sofort Hyaluronsäure zum Wiederbeleben. Entschuldigung, aber da war Kadas Zusammenbruch glaubwürdiger. Das Allerschlimmste wäre, wenn diese Hohlraumversiegelung da oben jetzt irgendwelche Risse bekommt. Gleich hast du Glamour, da siehst du Sterne. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde. Naja, aber ist das jetzt eigentlich eine sogenannte Nichtserschütterung, was wir hier gerade sehen? Naja, also viel kaputt gehen kann bei denen ja definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie man hier vertrauen kann, wem nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer hier loyal ist. Ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Und wer nicht. Ich habe ein paar Leute, die mir ins Gesicht lächeln die ganze Zeit. Ja, deswegen, das macht mir Angst. Ich komme nicht darauf klar. Die mich halt so ein bisschen trotzdem f***en würden, weißt du? Okay, wo kommt das denn her? Jedenfalls scheint Katies Vertrauen in die anderen genauso groß zu sein wie Kevins Wortschatz. Und dabei schreibt Katie Loyalität ja wirklich einfach immer groß. Aber auch nur, weil es eben ein Nomen ist. Wer spielt denn hier so ein falsches Spiel? Hey, ich halte dich fest, ich halte dich fest, Achtung! Da habe ich schon ein paar Sachen gehört. Was hältst du von Katie Bam? Ich halte von den meisten nichts. Das kann ich einschätzen. Das ist genau das, was ich denke. Ja, okay. Weißt du, weil ich habe es halt, einfach mal ausgesprochen. Ich habe halt nur so mitbekommen, dass sie wohl offensichtlich gesagt haben soll, ja, den Kevin und den Henrik, den müssen wir schnell rauskicken und so, wenn die so Bros sind und so. Bitte was? Katie Bam war schon bei Promi-BB immer eine der ehrlichsten, also in irgendeinem Paralleluniversum wahrscheinlich. Sehr spannend. Obwohl sowohl Katie Bam als auch wir die Herren hier taktieren ohne Ende, haben sie beide inzwischen schon mehr Feinde als Joe gerne nach 7000 GZSZ-Folgen. Ich weiß gar nicht warum. Wenn das wirklich stimmt, dann finde ich es halt übelst kacke, weil er zu mir immer so richtig nett ist. Ja, und ich verstehe mich auch eigentlich. Ja, stimmt. Was geht denn da? Ich rede hier von Katie. Bei mir gibt es ein paar Leute, die mich richtig schon abnerven. Heul doch noch eine Runde. Einer von beiden muss auch weg endlich. Der Calvin oder Emmy. Weil dieses ewige Gestreite um diese Beziehung. Weißt du was, wie das nervt? Ein Glück spricht unsere Katie hier ein bisschen leiser. Sie darf hier nicht zu laut lästern, sonst bekommt sie direkt eine Anzeige von Willi Herren. Das ist ja sein USP. Boah, ich sag dazu gar nichts mehr. Ich will da gar nicht dabei sein. Ich will das gar nicht hören. Ich will das gar nicht wissen. Ich will dieses Geläster nicht haben. Wer? Katie Bam macht das zum Beispiel. Aber danke. Gerne. Ich meine wirklich, wenn was ist, rede mit mir. Ja, das gibt mir auch ein Bild von dir wieder anders ab. Wenn eine Julia Siegel die normalste hier ist, dann weißt du, was Sache ist. Fun Fact, wenn Katie für jedes Malästern einen Euro bekommen würde, sie müsste gar nicht mehr an solchen Sendungen teilnehmen. Und wieso soll Elena jetzt Wert auf Katie legen, die hier tatsächlich mehr Zeit mit Lästern verbringt als Emmy in der Schule? Das ist so gemein wieder von dir, aber anyway. Immer dieses Getusche und ich weiß auch, was die Leute den ganzen Tag reden, weißt du? Ja. Ich höre ja überall was und deswegen bin ich auch einfach so, Ja. Ich verstehe das nicht, ich will das nicht. Ich mag das auch hinterm Rücken nicht. Ich schwöre dir wirklich auf alles. Du bist eine Brunnenvergifterin. Ich kann diese f***ende Laberscheiße nicht ertragen. Katie Bam redet hinter dem Rücken der anderen, mag aber natürlich nicht, dass andere hinter ihrem Rücken reden. Leute, das ist wirklich nochmal Trash auf einem ganz neuen Level. So, und jetzt schauen wir mal, wer das Kapitänsspiel gewonnen hat. Ich denke, dass meine Chancen sehr, sehr gut stehen. Wer ist bei der nächsten Nominierung geschützt? Melanie! Wow. Das ärgert mich so. Und der beste Mann? Katie! Oh mein Gott. Ja, ich glaube, es gab schon einige, die jetzt nicht besonders
angetan waren davon, dass Katie wieder gewonnen hat. Ach guck, ganz vergessen, unser Bon Schlonzo ist ja auch im Trash-TV-Leistungskurs. Und wir dürfen eines bitte nicht vergessen, es hatte natürlich einen Grund, warum Julia Siegel als erste in die Villa eingezogen ist. Sie sollte eigentlich die ganzen bösen Geister aus dem Vorjahr ausräuchern. So viel, wie sie in diesem Jahr hier ausräuchern müsste, das schafft noch nicht mal die Siegel. Andererseits habe ich das Gefühl, diesmal wird es mir nicht so gegönnt. Ich werde schon teilweise so ein bisschen ausgeschlossen aus manchen Sachen. Willi, ich kann genau in dein Hirn schauen. Ja. Bringt mir eine Ibuprofen hier rein! Und zwar schnell! 100%! Und ich habe nicht Unrecht. Was ja. denn? Ja, wie, du hast nicht Unrecht? Ja, ich klar. Oh, oh, alle haben gemischte Gefühle. Also Calvin natürlich, der hat immer ein gemischtes Getränk. Katie ist bei ihm jedenfalls genauso willkommen wie ein Mail-Anhang mit einem Trojaner. Was denn? Kennst du Strategiespiele? Aber was denn? Sag Schach. Was weiß wer denn? Ich check auch gar nicht. Ich raff das nicht, was wollt ihr von mir? Streng deine Gehirnzellen mal bitte richtig doll an jetzt. Wer macht ein Strategiespiel und spielt Schach? Wir hier alle wahrscheinlich irgendwann. Sie müssen also unserer lieben Kate was erklären. Wie viele Wochen haben Sie Zeit? Es bleibt aber jedenfalls hoffen, dass sich Katie auch irgendwo ihren Namen tätowiert hat, ne, falls sie mal danach gefragt wird, dass sie wenigstens den weiß. Du bist doch eigentlich einer, der das dann irgendwie, finde ich, so aufklärt. Ja, mache ich auch, aber ich warte noch ein bisschen. Weil ich will es ja mehr als eindeutig, aber ich sage einfach, wie schmerzfrei ist man? Eine Sekunde, ich dachte, es geht hier um Katie Bam. Warum sprechen die hier alle über die Musik von Melanie Müller? Kann mir das mal jemand erklären? Willst du gewinnen? Ja, aber doch nicht so. Ja. Ist nicht mein Ding. Hör mal, ich gewinne lieber in der Gemeinschaft, ja, als durch ein faules Ei. Beziehungsweise faule Brustwarzen, ist ja völlig klar. Sekunde, bitte was von Enya einspielen. Willi Herren, die Jeanne d'Arc des Trash-TVs. Jetzt muss ich aber mal nachfragen, wenn hier schon alle über Strategien sprechen, also alle ihr da draußen solltet natürlich meinen Kanal abonnieren. Was passiert oder was wäre, wenn man das nicht macht? Das ist die falscheste Herangehensweise. Das klingt natürlich völlig logisch. Also direkt jetzt am besten abonnieren, dann verpasst ihr natürlich keinen Trash mehr. Ja. Das ist definitiv eine tickende Zeitbombe, wenn man stichelt, Strategien aufbaut, auch Mitbewohner hier irgendwo hinters Licht führt. Ja, weil die bringt jetzt auch Unruhe rein. Die bringt Unruhe rein? Und ich tanze auf jeder Hochzeit rum. Ich bin ziemlich sicher, dass Katie Bam alles tut, um zu gewinnen. Und das glaube ich auch, dass sie auch über Leichen dafür geht. Willi Herren geht natürlich nicht über Leichen. Also nur manchmal, wenn er es nötig hat zu gewinnen. Also eigentlich immer. Vorne rum nett sein, um an Infos zu kommen und hinten rum lästern. Was wirklich verdächtig nach Willi Herrens Wikipedia-Eintrag klingt, soll jetzt auch Katie Bams Strategie sein. Willst du mich morgen in dein Team? Als erstes? Ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, aber nicht als erstes. Ja toll, du würdest mich echt entfernen. Dann gehe ich halt zu Melanie ins Team. Es steht doch noch gar nicht fest, wer wen wählt. Ich will mich nicht entfernen. Wir sehen hier die schlimmste Badehose im deutschen Fernsehen. Und jetzt bitte die ungefähr 3 bis 4 Nummern zu klein ist. Ja, das perfide an der Sendung. Man fühlt sich so unglaublich intelligent und schlau, dabei sterben massenweise Gehirnzellen ab. Ich habe gesagt, wenn das sich wahrheit, was ich denke, und dass hier eine oder einer richtig falsch spielt, dann... Willi, wen meinst du denn? Ich habe aber dasselbe Gefühl. Aber bei... Darf ich das auch? Ja, hör ruhig. Komm. Ah, Sekunde, wir müssen kurz unterbrechen. Katie Bam kommt nämlich zu Willi Herren. Es wird also spannend, wenn er sie gleich darauf anspricht. Was ist bei euch los hier? Ein bisschen fertig machen, der Tisch aus. Ich nervt mich gerade, Captain zu sein. Ich zicken jetzt schon die Ersten an. Soll er, ja. Jemand hat mich gerade gefragt, willst du mich morgen als Erster in dein Team? So, nein. Was ist der Werner, wenn ich von fragen darf? Ach, Katie, du bist, halt, du bist ja nicht, du bist ja zum Glück nicht blöd. Schwierig, ne? Aber dann hast du mich gerade voll angezickt. Wählen sie doch. Nee, mach ich doch nicht. Ich will doch nicht verlieren. Ich will ja ein Gewinnerteam haben. Also warum soll ich den Leuten... Ach so, dann kannst du dich safe. Unser Willi Herren in Folge 1 ist man in der Regel von ihm überrascht, um dann ab Folge 2 festzustellen, wie falsch er ist. Willi Herren kann seinen Charakter halt eben auch nur so gut abdecken, wie Emilys Bikini das mit ihrem Körper schaffen. Null! Kate hat schon Brain, aber... Wahrscheinlich dauerhaft im Energiesparmodus. Verrückt, wir sind ja gar nicht in einem Dschungel und trotzdem gibt's hier eine... Schlange. Und natürlich auch eine... Ratte! Freunde, Willi Herren hat hier eine Gegenspielerin gefunden, die ihn mit seinen Waffen schlagen möchte. Es kam ja auch schon andere zu mir. Echt? Also, ja, klar. Aber er kann safen. Denkst du, dass ich dich nominieren würde wahrscheinlich? Ich hoffe doch nicht. Allein dafür müsste ich dich nominieren jetzt gerade, wirklich. Darf ich mich verarschen oder was? Ich wollte dich so eingebildet klingen und sagen nein.
Und das Gleiche denke ich von dir auch, dass du mich nicht nominieren würdest. Eben. Ach so, ganz kurz. Einer von beiden ist auch weg endlich. Calvin oder M. Na, Entschuldigung, es geht hier um 100.000 Euro oder wie Willi Herren sagen würde, eine richtig gute Line. Das ist ein Fall Schlange. Ja, klar. Die hatten gestern noch gesagt, der erste, wenn sie nominieren wollen, wäre die kleine Emmy. Bäh. Wallah, Billa. Bäh. Der ist falsch vom Hocker. Ja. Bäh. Ich glaube, wenn du Kate hier an die Karre pisst, dann kratzt er dir die Augen aus. Wenn Willi Herren sowas ausspricht, weiß man nie, ob es jetzt Kritik oder doch ein Kompliment ist. Naja, hier ist es jetzt jedenfalls von Vorteil, dass Calvins Ruhepuls bei so circa 3 Promille liegt. Es ist wie bei einem Kater, den löscht man ja auch mit Kontraalkohol. Willi Herren gibt den Kampf um den größten Intriganten nicht kampflos auf. Sehr guter Move von ihm. Wie ist das Verhältnis zu dir und Katie? Na gut. Ihr seid gut. Darf ich nur was dir ganz ehrlich sagen? Ihr mögt euch gar nicht. Null. Ich weiß, dass sie auch über mich redet, das weiß ich, das weiß ich. Das habe ich auch letztens mitbekommen, wie sie zu dir meinte, das finde ich jetzt voll scheiße von ihr. Dann stand ich direkt hinter ihr, das ist natürlich peinlich für sie. Und dafür bezahle ich keine Gebühren, es ist so unfair. Emmy ist aber auch einfach jedes Mal dramatischer als eine spanische Telenovela, kurz vor dem Ende einer Folge. So. Wer würde dir sofort das Messer in den Rücken stechen? Sie hat mir gestern gesagt, dass sie es nicht machen würde. Das ist ein falscher 50er. Ich kann die Kette nicht einschätzen. Ja, das ja ist schwer, das ist schwer. Ja. Denk ich mir, was redet ihr denn, wenn ich nicht da bin? Weißt du, was ich meine? Ja, der Willi ist falsch. So schlecht, oh mein Gott. Achtung, sie zieht vielleicht gerne an Pfeifen und sie zieht Pfeifen gerne magisch an. Wirklich so, ich will jetzt auch nicht schlecht über sie reden oder so, ne? Aber von mir sagt sie, rät sie mir eine Sache ab, ist aber mit der Person total gut. Das ist das, was ich meine. Hä? Redet so und dann so. Ist das Kalkül? Von 1000 Seiten kriegst du dann verschiedene Geschichten und denkst, ist das. Er hat 1000 Gedanken im Kopf. Ein Problem, das unsere Emmy nicht kennt. Aber ja, er wird heute mit Katie noch so richtig abrechnen. Das macht unsere Emmy hoffentlich auch mit ihrem Friseur wegen dieser wirklich schlimmen Billig-Extensions. Jetzt müssen wir erstmal unsere Kapitäne Katie und Melanie die Teams zusammenstellen. So, zu 100% darf man hier eh keinem so richtig vertrauen. Weil du siehst so auch aus, als würde dein Kopf funktionieren. Patricia ist relativ hell im Kopf. Stimmt natürlich, aber auch nur, wenn man eine Taschenlampe gegen den Kopf hält. Ich weiß nicht, was ich spannender finde, entweder Katies Strategie wirklich bis zum Ende zu durchschauen oder doch die Frage zu klären, gibt es außerhalb von Promis und der Palmen auf der Welt noch irgendwo ein Gramm Silikon? Ich glaube, ich hätte die meisten hier tatsächlich einfach nicht mehr erkannt. Wir haben die guten Chancen, die Guten mal hier rauszukicken. Das Hauptproblem ist, was ich sehe, ist, die Männer, die halten so zusammen. Wenn man jetzt nicht langsam schon ausselektiert. Ja, wenn du am Ende mit den Jungs da stehst, bist du raus und ich raus. Größte Konkurrenz, Henrik und Calvin. Solange ich jedes Kapitänsspiel gewinne, kann mir eh keiner was. Ganz großes Krieg. Ey, die sind hier alle so assi und berechnend. Die Kameracrew ist schon total verwirrt und fragt sich, ob sie hier aus Versehen beim normalen Big Brother gelandet ist. Sie müssen mit Bällen möglichst viele Figuren auf ihrer Spielfeldhälfte umschmeißen. Die sich durch Abklatschen abwechselnder Läufer des gegnerischen Teams richten sie wieder auf. Arsch, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was gerade geht. Ach, guck mal, Axel Schulz ist also auch am Start. Du, mit den Regeln völlig wurscht. Haut euch einfach das Botox und die Schminke aus dem Gesicht. Hier ist eigentlich Teamwork angesagt, aber das ist nicht der Fall bei uns. Könnte unser Vorteil sein. Vielleicht kratzen sie sich jetzt schon die Augen auf. Blute! Den Fuß aufgerissen. Mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Heiß. Ist gerissen irgendwas. Yo, was wird da verarztet? Dein Kopf oder sowas? Boah, die hat auch immer irgendwas. Ich bei den Bundesjugendspielen im 100-Meter-Lauf im Ziel nach circa 2 Minuten. Ah, die stehen alle so langsam auf. Sag mal, könnt ihr da nicht was machen? Es gäbe ja einen Kandidaten, den würde man ganz, ganz schnell hier hochbekommen. Los, aufstehen. Calvin und Henrik küssen sich sonst. 3, 3, 3, 3, 3. Ja! Es ist nur ein Ball pro Wurf erlaubt. Hä? Was denn? Was denn? Leute, habt ihr hintereinander reingeworfen. Du bist eine Fake. Was wirklich unfair ist. Unfair. Am Ende sagt Elena, ich hab mir die Monika gezahlt und ist auch unfair. Alle erhoffen sich von Henrik mehr Leistung. Ihm ist halt wieder schlecht. Und nein, er hat nichts Falsches vergessen. Er hat einfach das Kontrabier am Morgen vergessen. Wie soll es ihm da gut gehen? Ich werfe jetzt. Nein, aber du hast doch schon geworfen. Ich bin verletzt, wie soll ich denn werfen? Da kann bei uns auch jemand zweimal werfen. Ich bin auch verletzt am Zeh. Oh mein Gott, hol doch leise, hol leise. Krass.
krass. Mein Zeh tut weh, ich brauche ein Pflaster. Ja, sorry, dein Zeh tut weh. Das ist ja mal ganz eine schlimme Verletzung, du Arme. So dramatisch, wahrscheinlich haben wir es nur nicht mitbekommen, aber es sieht so aus, als müsse Julia gerade entscheiden, wer ihre Niere bekommt. Und Leute, wir wissen es natürlich alle, Elena ist eigentlich super introvertiert. Sie kann das halt nur einfach nicht so gut zeigen. Ich hasse diese Frau. Okay. Ja, sorry, wie sprichst du denn? Dann hast du endlich mal was. Elena, ganz kurz, hör mal zu. Also, Professor Dr. Elena, Frau Miras kümmert sich natürlich um die Fairness. Bei Katie zum Beispiel das beste Beispiel. Das ist so dieses Typische, man will unbedingt, obwohl man es nicht kann und weiß. Man will nur vor der Kamera stehen. Das ist hier echt kein Ferienurlaub. Ihr zu Hause, ihr habt immer gut Rede, ne? Aber das ist hier echt ein schweineharter Kampf, das sag ich euch. Und Emmy, jetzt reg dich bitte nicht so auf. Andere haben ganz andere Probleme. Mit natürlichen kommt man beispielsweise erst gar nicht in die Sendung. Gut, es sei denn, man heißt Willi Herren. Julia ist voll schlecht auch. Ja komm, die braucht immer ihre Show. Julia, diese ständige, ich muss brechen, aber es kommt nichts. Also wenn mir schlecht ist, kommt wenigstens mir die Galle hoch, weißt du, was ich meine? Und nebenbei aber dann ein Softgetränk trinken ist dann so, wo ich sage, geil, I love trash. Klar. Im Bierkönig gibt sowas halt nicht. Die große Frage ist, ob ich noch alle Harry Potter Teile schaffe, bevor Julia hier fertig ist. Guck mal, jetzt schleimt er den wieder voll und der arme Calvin fällt wieder drauf rein. Der fällt nicht drauf ein. Komm, lass ihn nicht einnullen. Komm. Was meintest du denn gerade? Kevin, der Calvin soll rauskommen. Warum soll er sich nicht einnullen lassen? Weil du alle Leute einlullst. Du redest bei dem so, bei dem so, bei dem so, bei dem so. Nur keiner hat die Eier, dir das zu sagen. Du bist hier, der die Leute manipuliert. Aber ich bin die Leute. Oh, ein Streit mit Willi Herren, oder wie es bei ihm natürlich auch heißt, Gespräch. Elena schlägt sich einen Satz auf die Seite von Willi Herren, warnt aber auch vor ihm. Eine steht fest, die sind hier alle so giftig, die bei Hartes Deutschland würden auf jeden Fall probieren, die Promis und der Palmkandidaten zu rauchen. Du manipulierst, okay. Dann sag, komm doch und sag mir das ins Gesicht. Du bist doch gerade der Gesicht, du Gag. Nee. Hab ich dich angesprochen. Guck mal, ich bin der Einzige, der die Eier hat, dir das zu sagen, dass Willi, du hier ein falsches Spiel spielst. Nur das fällt auf, ist Junge. Hör auf, so zu reden. Bitte, ich habe keine Eier. Ich hab doch gesagt, ich würde abends reden. Nummer zwei. Euch allen. Mal gucken, ob da noch drei und vier dazu kommen. Aber mal ganz ehrlich, der ganze Haufen hier hat echt einen Dachschaden. Und Katie Bam und Willi Herren sind die Anführer. Katies Stimmungsschwankungen sind zwar wirklich sehr, sehr ausgeprägt, aber keiner schwankt hier mehr als Calvin. Ja? Was ist das? Aua! Wieder. Mal geht's dir gut? Ich hab meine Freundin am Arm. Was ist das hier für ein Spiel? Was meint ihr? Willi Herren kommt hier maximal ganz langsam auf Betriebstemperatur. Naja, also Willi findet jedenfalls, dass Katie hier alle mehr zuschleimt, als Bea Fiedler das in ihrer ganzen Karriere passiert ist. Melanies Team hat verloren, sie muss zwei nominieren und das Gewinnerteam darf eine Person davon rauswählen. Die Stimmung ist immer angespannter und so dieser Konkurrenzdruck steigt immer mehr. Leider denke ich halt nicht, dass alle fair spielen, sondern dass es hier wirklich darum geht, wer mag wen mehr und wer rettet wen dann. Ist es Patricia als ruhigster? Calvin. Für mich wäre es natürlich geiler, wenn natürlich Calvin rausgewählt wird. Melanie Müller hat natürlich Ballermann-Erfahrung. Sie weiß, wie man leere Flaschen los wird. Unsere liebe Patricia ist nominiert. Klar dampft sie wie ihr Vater im Gern-Knödelkostüm. Langsam fahren die Leute halt ihre Krallen aus. Und ich hatte ja prophezeit, die ersten Masken werden nach und nach fallen. Und ich glaube, das kommt langsam auch. Wird ja sehr spannend werden. Also ich glaube, Patricia hat echt die Arschkarte. Besser bekannt auch als der arme Mats Hummels. Alle Masken fallen, sagt ausgerechnet Katie Bam. Ganz vielleicht solltet ihr euch alle eure Masken doch wieder aufziehen, sonst sieht man ja diesen, ja, wirklich nicht so schönen Charakter. Genau die drei da. Und die werden noch richtig explodieren, das wirst du sehen. Jetzt pfeffert euch nicht noch dagegen, ja. Was soll das denn ich jetzt? Ich pfeffer nicht dagegen, ich habe was anderes gesagt. Und ich darf sagen, was ich will, okay? Hallo, darf ich meine Meinung sagen, Frau Honecker oder was? Sie ist doch hier nicht die Bestimmerin. Kurz bevor du gehst, gibst du noch mal hier schön Druck oder was? Was gebe ich denn Druck? Ich darf machen, was ich will. Das hast du mir nicht zu sagen. Melanie Müller, die Karin Ritter des kleinen Mannes. Wie einfach der komplette Cast auf Konfro und Strategien aus ist. Ich danke dir, mein Chirurg. Danke, plastischer Chirurg. Gut. Wobei, diese Nahaufnahme von Patricia Blancos Gesicht macht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Ich glaube, noch so circa eine OP mehr und Patricia kann über ihre Nase aufs Klo gehen. Wie kacke Leute sein können. Man kriegt dann immer so einen Spiegel vorgehalten, was Menschen wirklich... Promis unter Palm, für Geld tue ich alles. Das ist dann wirklich so... Wow. So,
Du hältst Emmy auf, die hältst Elena auf. Ich glaube, das sind die Schlimmsten. Was denn? Nix. Die sind die Schlimmsten. Du musst uns auf jeden Fall nochmal einen Tipp geben zum Ende. Patricia Blanco oder wie unsere Melanie Müller sagen würde, die InTouch auf zwei Beinen. Was hat die denn jetzt schon wieder? Für Geld mache ich alles, heißt es ja. Aber die große Frage ist tatsächlich, warum ist Dani Büchner hier nicht mit dabei? Die macht ja wirklich für Geld alles. Und ich weiß, Calvin, unter Bros und so sagt man ja, man muss loyal sein. Trotzdem muss ich natürlich auch entscheiden, wer wird mir irgendwo gefährlich werden. Trotzdem gebe ich meine Stimme dir, Patricia. Cringe. Übelste Galter. Ja, das denken ja alle, das meintest du die ganze Zeit. Das war jetzt voll schön. Ja. Unser Chris hat inzwischen aber auch ein bisschen zu viele Currywürste gegessen, oder? Calvin hat aber auch ganz klar gesagt, er will hier nicht raus. Hier zur Not sollen sie ihm einfach mal eine Matratze geben und gut ist. Emmy heißt sie. Emmy. Sie hat einen Namen, das ist so unverschämt. Dann kriegt er von mir eine Ohrfeige, dass er nicht mehr so viel säuft. Da kann er nämlich froh sein. Oh Chris, ist das hier alles viel zu doof? Dann hat er wahrscheinlich wirklich noch nie Temptation Island gesehen. Mit Calvin habe ich schon ein paar Mal Streit gehabt, aber der war halt auch immer sehr betrunken. Aber eigentlich fand ich dich dann auf einmal voll nett. Patricia, gebe ich dir dann meine Stimme, Calvin nicht. Hast du mich gerade ein bisschen ausgelacht? Nein, gar nicht, ehrlich nicht. Du hast das Gefühl, du lachst ein bisschen. Oh Mist, jetzt hat sie das fast gesehen. Kein Wunder, wenn er normalerweise Frauen sieht, schauen die maximal in eine Webcam und er auf einen Monitor. Genauso wichtig ist allerdings die Frage, ob Calvin und Henrik jeweils am nächsten Morgen noch wissen, dass sie hier bei Promis unter Palmen sind. Wem möchte Katie jetzt weiter dabei haben? Denn wenn sie jetzt sich für Calvin entscheidet, dann weiß ich, dass sie echt hinter sich ist. Ich habe meine Stimme leider heute auch dir gegeben, Patricia. Und krass, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ja. Und deswegen, I'm sorry, I love you. Und Gott, wir sehen uns. Ich kann gar nicht weiter anhören. Ist das schlecht? Leute, ist das böse. Ey, sag mal, ist schon wieder Mallorca-Fernsehgarten oder warum ist das hier alles so unfassbar unangenehm? Naja, immerhin können wir jetzt unsere Hall of Shame der Arschlöcher aufstocken. Diesen ganzen Scheiß müssen die jetzt miteinander ausmachen. Ganz ehrlich, ich habe denen das jetzt so zurückgelassen. Mit dem, was die jetzt da haben, müssen die arbeiten. Und hey, viel Spaß beim Augenaushaken alle miteinander, weil so link. Komm her. Brutal. Innerhalb einer Folge hat Katie Bam mehr Sympathien verloren als alle Kandidaten aus Staffel 1 an Werbepartnern. Es ist unfassbar. Es war eine wahnsinnig geile Erfahrung. Ich denke, ich habe auch meine Aufgabe erfüllt. Ich habe mir das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich getan. Vor der Kamera nicht trinken und trotzdem betrunken sein, weil Calvins Atem einfach wirklich alle betrunken macht. Verstehe. Katie, falsch. Punkt. Merkt ihr das nicht? Wählt jetzt auf einmal, um die Gunst von uns zu gewinnen, ja. Nimmt sie aber Patricia. Nein, nein. Schackst du das ja, Julia, nicht? Julia, sie versteht es wirklich Willi. Nicht. Du verstehst es nicht. Das nicht. Ach, Julia. Hat sie damals in der Schule auch immer von ihren Lehrern gehört? Das war auch so offensichtlich gelogen. Ja. Er hat zu mir und Henry gesagt, er wird ihn nehmen. Schade. Ich habe gedacht, wenn es jetzt ziehst du deinen Stiefel durch, dann hätte ich ja gedacht, aber dann noch, weißt du, Schade. Also ich Calvin schon. Ich saß heute Mann. Nach dem Spiel ihr mit Calvin. Ihr wisst doch nicht, worum es geht. Doch, wir wissen eben, worum es geht, Julia. Doch. Julia ist völlig außer sich. Wahrscheinlich wird jetzt hier durch den Auszug die tägliche Zigarettendosis verringert. Sag mal, in was wird sie eigentlich am Ende ausbezahlt? Menthol. Es geht nicht auf der Seite der Schwächeren zu sein, sondern sie ist auf der Seite des Falschspielers. Ich wünsche euch viel Glück, Leute, weil ihr habt viel Spaß hier noch. Das ist absolute Manipulation. Das hat alles übertroffen, weil sie erwischt wurde, weil sie ihre Klappe nicht halten konnte. Wir Zuschauer so, ach komm, wir hätten wenigstens gerne ein paar sympathische Kandidaten. Und die Leute von Promis unter Palmen so. Nicht mit uns, Bitch. Halte die Ohren steif. Alles, was du sagst. Das war mir zu krass. Das ist mir zu krass, was hier abläuft. Sie fliegt raus aus der Villa. Ja, auch wenn Willi Herr normalerweise mit seiner Musik selbst Fliegen vertreiben kann, hat er ausnahmsweise nichts damit zu tun. Wenn ihr Bock auf mehr Promis unter Palmen habt, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da. Und ihr seht's, ja, guckt mal. Ganz viele von euch schauen hier Promis unter Palmen bei mir, aber der Großteil hat noch nicht abonniert. Das müssen wir natürlich ändern, weil es kommt noch viel, versprochen. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir natürlich auch einen Daumen nach oben da. Den ganzen Intrigenstadel verlinke ich euch. Den gibt es natürlich bei sat1.de, findet ihr in der Beschreibung. Willi Herren oder Katie Bam, wer ist hier schlimmer? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin super gespannt. Hier gibt es das Best of Promis unter Palmen aus dem vergangenen Jahr. Und wir haben hier jede Menge gescheiterter Ex-Promis beim Urlaubsflirt. Viel Spaß mit allen und bis ganz bald. Ciao.